Herzlich willkommen. Herzlich willkommen in dem berühmt-berüchtigten Garten, in einer Traditionsveranstaltung, die es seinesgleichen sucht von dem Verein. Und deshalb auch gleich zuerst, bevor ich überhaupt irgendwas sage, ein riesen Dank. Gunter, der Beifall ist dein. Den nehme ich gerne an, weil ich mich freue, mal wieder so eine Runde hier zu präsentieren, das haben wir uns austauschen können. Sehr schön. Der große Sponsor und Förderkreis des Tischtennisvereins TDC Eastside, aber es sitzen auch unheimlich viele Gäste hier bei uns. Ich kann sie gar nicht alle einzeln vorstellen. Ich will es mal andersrum sagen, es sitzen hier wahnsinnig viele Olympiasieger, Europameister, Medaillengewinner, Weltmeisterschaften und so weiter. Ich freue mich, Birgit, an erster Stelle, dass du wieder dabei bist, Birgit Fischer. Ich freue mich, dass erstmal in unserer Runde die Gunni Hofmeister dabei ist. Wer sich noch erinnert, die legendären 800 Meter Läufe. Aus dem Trainerkreis, auch schon traditionell hier am Tisch, Arim Franke. Ich freue mich, dass Wolfgang Behrendt wieder dabei ist. Wer es also nicht weiß, der erste Olympiasieger Boxen 56 Melbourne. Nur nochmal für die jüngeren Kolleginnen und Kollegen hier. Ich freue mich auch, dass erstmalig in unserer Runde ist der Thomas Köhler. Thomas Köhler, Rennroder, später Vizepräsident des DWSB. Ja Mensch, ich habe bestimmt ein paar Leute vergessen. Dieter Stein, hier wird mir gerade drauf gezeigt. War das die legendäre schwarze 9? Ja, 7. Die legendäre schwarze 7 auf der Winterbahn oder wie sagt man heute, 6 Tage. Ja, Mensch. Aus Bad Rheinwalde, unsere Skispringer, herzlich willkommen, die für uns da sind. Groß, Doppel-Olympiasieger. Ja, wir haben viermal die Champions League gewonnen, wir haben viermal die Deutsche Meisterschaft gewonnen, wir sind vierfacher deutscher Pokalsieger und wir haben dreimal das Triple. Triple heißt ja Champions League, Deutsche Meisterschaft und deutscher Pokalsieg. Oh. Das haben wir auf der Habenseite und dieses Jahr, wie gesagt, mit dem Pokalsieg, mit dem Halbfinale in der Champions League. Voll im Erwartungsbereich. Vielen Dank den Spielerinnen, vielen Dank dem Vorstand. Vielen Dank all unseren Sponsoren. Das ist eine tolle Sache. Ohne die und ohne euch ist das alles gar nicht möglich. Von meiner Seite auch nochmal ein großes Dankeschön an Gunther und sein Team hier, die das hervorragend vorbereitet haben. Wir nennen uns ja als Sportmetropole und hier sieht man mal im Kleinen, warum Berlin sich zu Recht aus meiner Sicht, aus unserer Sicht Sportmetropole nennen darf, weil so viele Sportler, Sportbegeisterte, so viele Medaillengewinner, frühere und aktuelle, die findet man sonst auf so einem kleinen Raum nicht. Eine vielfache deutsche Meisterin im Tischtennis, Berliner Meisterin, unzählbar, Jutta Trapp, die ja am Ende des Tisches sitzt. Wir begrüßen in unserer Runde Hans Motrow. Hans, herzlich willkommen in Berlin. Lady D haben wir gesagt, Birgit hat ihr schönes Buch mitgebracht. Das werden wir uns dann mal anschauen für die Damen. Ich würde sagen, jetzt wird erstmal gegessen. Der Abend wird lang besang und wird noch hart diskutiert. Und wir werden uns ganz, ganz groß austauschen. Also in dem Sinne, guten Appetit, Spaß. In die Olympische Runde einsteigen, haben gesagt, Lede sollte Fürst und da würden wir bitten, die Sponsoren des TDC, der Damen, bitte mal nach vorne zu kommen. Soll ich das sagen? Keine Ahnung, warum schreibt man Bücher? Also ich habe das Buch schon 2006 auf den Markt gebracht. 2004 und 2005 hat man mich ständig gedrängt, eine Biografie zu schreiben und da habe ich gesagt, wieso, ich bin mit Sport noch lange nicht fertig und mit meinem Leben schon mal gar nicht, Biografie schreibe ich nicht. Und dann ist es im Prinzip ein Buch geworden. Ich hatte ja nach 2000 aufgehört. 2000 habe ich Schluss gemacht mit dem Sport. Wollte ja natürlich nie wieder anfangen, wie immer mal.
Und 2003 im Herbst ist mir eingefallen, mach's wieder mit, hat Spaß. Und dieses Buch handelt über die 303 Tage, die ich von meinem Wiedereinstieg nach 3 Jahren Pause bis zum Olympischen Sieg gebraucht habe. Ich weiß noch, in Rio bei dem Rennen war es so, dass ich 200 Meter vom Ziel gesehen habe, wir sind vorne. Ich wollte es mir nicht nehmen lassen und das ist natürlich der Nachteil, den Bobfahrer hat. Der weiß in dem Augenblick nicht, wo er steht, der weiß, es ist eventuell eine gute Fahrt. Aber ich habe bis zum letzten Meter gekämpft, dass die nicht vorbeikommen. Ja, das ist ganz unterschiedlich. Als ich noch jung war, ne, so jung wie du, da bin ich aus dem Start rausgepfeffert, da konnte man mich nicht halten und habe mich ins Ziel gerettet. Also es war wirklich so ein Start-Ziel-Sieg, wenn ich Glück hatte, aber ich bin auch manchmal gestorben kurz vorm Ziel. Und später dann, als ich etwas gesetzter, älter und ruhiger geworden bin, habe ich mir das Rennen doch besser eingeteilt, bin langsamer losgefahren und hatte dann oft ein gutes Mittelstück und einen starken Endspurt. Also das hat bei mir wirklich echt gewechselt, aber ich hatte lange Zeit, das auch auszuprobieren, aber ich bin ruhiger geworden. Früher war ich ja rennpferdmäßig unterwegs und später ein bisschen überlegter. Kommt ja auch ein bisschen auf die Partner drauf an, die man hat. Muss man natürlich auch ein bisschen taktieren. Es gab Partner, mein ehemaliger Partner, der war halt ein Typ, der war für den Start-Sieg perfekt gemacht. Und mit meinem jetzigen Partner muss man halt auch so ein bisschen taktieren und dann kann man ein bisschen was probieren. Und da kommt es natürlich immer darauf an, was man für Leute noch im Boot hat. Genau, ja. Ich bin ja sehr viel K1 gefahren, also sehr viel Einer gefahren. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Davon habe ich gerade gesprochen. Wie du schon sagst, genau. Wenn man im Mannschaftsboot sitzt, muss man sich natürlich absprechen. Und dann sind da 4 Weiber drin in so einem K4. Ne? Und wir wissen, wenn 4 Frauen aufeinander kommen, muss man das erstmal auch unter einen Hut kriegen in Richtung nach vorne. Und hat ja immer gut geklappt. Also du hast damals gesagt, ein Trainer muss sich die richtigen Typen raussuchen, mit denen man Gold macht. Aus dem Wettkampf rauszukommen. Also du siehst, eine Regel war immer, also wenn du eine Medaille hast, dann sind ja oftmals höhere Ambitionen. Wenn du jetzt die Bronzemedaille gewonnen hast, dann habe ich immer gesagt, sei froh, du hast die Medaille erst einmal. Also ich habe 3 olympische Medaillen, 2 in München, eine in Montreal. In Montreal muss ich auch jetzt mal sagen, leider nur eine, weil ich nicht nominiert worden bin. Es kam über Nacht, da gucke ich dich an, über Nacht kam unheimlich viele junge Mädchen. Also Eishockey ist an sich natürlich ein sehr intensiver Sport, aber wir Frauen, wir wissen ja, uns ein bisschen anders zu wehren. Wir müssen nicht immer nur die Fäuste sprechen lassen, sondern wir können ja auch taktisch und natürlich läuferisch sehr gut überzeugen. Und das haben wir grundsätzlich einfach gemacht. Tja, was soll ich sonst sagen zum Jan? Ich meine, er hat alles, so wie schon gesagt, mitgebracht an physischen Komponenten, die nun mal für einen Weltklasseathleten notwendig sind. Aber leider muss natürlich auch der Charakter stimmen. Die Psyche in jeder Weise muss stimmen. Die Gene, die er mitgebracht hat, sind nun leider nicht die, die uns hoffen lassen, dass er uns lange erhält. Dann zu Pyongyang. Es ist kaum was vergleichbar. Ich sag mal nur eine Zahl. Gunter sagt eben 14 Goldmedaillen für Deutschland. Die DDR hat damals bei Olympischen Spielen 10 Goldmedaillen erreicht, 1988 das letzte Mal. Wenn ich aber sage, wie viele Disziplinen es gab und wie der Vergleich heute ist, damals 1988 gab es 46 Möglichkeiten, Goldmedaillen zu gewinnen. Heute 101 Goldmedaillen.